Herzlich willkommen zu unserer ersten etwas längeren Pilates-Einheit, in der ihr die 5 Übungen, die wir Schritt für Schritt jetzt jeden Tag erarbeitet haben während dieser Woche, aneinandergefügt in einer gesamten Stunde wiederfindet. Und ihr werdet damit in Beugung kommen, in Streckung kommen, in Seitbeugung, in Twists, also den ganzen Körper durchbewegen und ein bisschen kräftigen. Kommt man in einen angenehmen, aufrechten Sitz. Richte dein Becken neutral aus, das heißt, du fühlst, wie die Sitzbeinhöcker in Richtung Boden ziehen, wie dein Scheitel hochzieht in Richtung Decke. Mach dich ganz lang. Denk wieder an deine langen Hasenohren, die hochziehen zur Decke und bring Ohren, Schulter und Hüfte in eine Linie, in eine Ebene 90 Grad zur Matte. Zieh die Schultern kurz mal hoch. Führe die Schulterblätter am Rücken zusammen, lass die Schultern nach unten gleiten, ganz locker. Die Rippenbögen finden ein klein bisschen mehr zueinander. Du machst eine lange Taille, ziehst den Bauchnabel nach innen und oben und fühlst eine gute Verbindung zwischen Brustbein und Schambein hergestellt. Atme alles aus, leere deine Lungen vollständig. Atme dann tief durch die Nase ein, füll die Lungen vom untersten Teil beim Zwerchfell bis ganz nach oben zu den Schlüsselbeinen. Mach dich ganz groß, mach dich ganz lang. Halte ganz kurz, wenn du voll bist. Und dann öffne den Mund, atme forciert und laut alles aus. Bauchdecke zieht nach innen, Beckenboden ist aktiv, zieht nach oben. Nochmal tief durch die Nase ein. Füll die Lungen vollständig, schöpf dein gesamtes Lungenvolumen aus. Füll wieder Brustkorb sich nach hinten, vorne, zur Seite hin, in allen Dimensionen weite. Und halte kurz. Öffne den Mund, alles wieder aus. Ein drittes und letztes Mal. Tief durch die Nase ein. Lass deine Schlüsselbeine lang werden, lass die Schulterblätter am Rücken runtergleiten. Halte, wenn du voll bist. Und dann öffne den Mund, atme alles nochmal aus. Tief ausatmen, Lungen nochmal vollständig leer. Korrigier vielleicht nochmal ein bisschen deine Kopfposition, der Kopf neigt dazu, um ein bisschen vorzuwandern. Mach dich nochmal groß, fühl, wie dein Scheitel nach oben zieht, wie die Sitzbeinhöcker nach unten ziehen. Und bei der nächsten Ausatmung aktiviere den Beckenboden, zieh ihn, schraub ihn nach innen und oben, lass den Bauchnabel nach innen und oben ziehen. Führe die Luft dann in die seitlichen unteren Rippen bei der Einatmung. Bei der Ausatmung wieder Beckenboden aktiv, Bauchnabel zieht nach innen und oben, lange Taille, Bauchdecke sinkt. Einatmend weiter in die unteren Rippen und ausatmend. Rippenbögen finden zueinander und deine ganze Körperstruktur nähert sich noch mehr der zentralen Achse, diesem Lot, das durch deinen Körper gehen könnte. Atme ruhig weiter und versuch in dieser Pilates-Atmung zu bleiben, das heißt vorrangig in dem unteren Bereich deines Brustraums, deiner Lungen zu atmen. Dann streck die Arme lang vor und bei der nächsten Ausatmung Schultern weg von den Ohren, zieh mal die Arme hoch zur Decke, lass die Finger gestreckt, lass die Arme gestreckt, einatmen, senke wieder, ausatmen, zieh nochmal hoch und senke. Zwei weitere. Zieh hoch und senke ab. Ausatmen, zieh hoch. Achte darauf, dass deine Brustwirbelsäule in Position bleibt, dass du in kein ungewolltes Hohlkreuz fällst. Zieh die Arme wieder runter. Leg die Hände nochmal ganz locker auf deinen Oberschenkeln ab. Zieh die Schultern hoch. Bring die Schulterblätter ganz nah zusammen. Lass sie nach unten gleiten. Zieh sie wieder weit vor. Hoch. Weit nach hinten und nach unten. Einmal noch in diese Richtung. Und dann in die Gegenrichtung. Schulterblätter gehen nah zueinander. Du ziehst sie hoch, du schiebst die Schultern vor, ziehst sie nach unten. Nochmal. Schulterblätter zusammen. Nach oben, vor, nach unten. Ein letztes Mal nochmal. Kreis deine Schultern nochmal. Und lass sie dann wieder ganz weit werden. Streck bitte nochmal die Arme vor. Wir machen jetzt weiter mit den Schulterblättern.
Dein Oberkörper bleibt genauso, wie er ist. Und jetzt ziehst du die Finger ganz weit vor und fühlst nochmal, wie die Schulterblätter auseinandergleiten. Mit gestreckten Armen zieh die Schulterblätter am Rücken zusammen. Lass die Schultern trotzdem weg von den Ohren. Aus, vor, ein, zurück. Keine Rundung, keine Streckung in der Wirbelsäule. Wir mobilisieren die Schulter und stärken die Muskulatur, speziell im oberen Rückenbereich. Und schieb nochmal vor, zieh nochmal zurück. Bringe die Arme nochmal in neutrale Position, Schultern weg von den Ohren. Zieh nochmals die Arme hoch zur Decke. Und jetzt lass die kleinen Finger hochziehen zur Decke. Lass die Schulterblätter hochgleiten am Rücken. Bleib trotzdem im Brustraum einigermaßen geschlossen, wie wir es immer nennen. Und dann bring die Arme wieder nach unten. Einmal zunächst Schultern weg von den Ohren. Zieh die Arme hoch. Und dann lass die Schulterblätter hochgleiten. Streck die Arme. Reach up so hoch du kannst. Und dann komm langsam wieder nach unten. Roll einmal noch locker die Schultern aus. Leg die Hände wieder ab auf deinen Oberschenkel. Mach dich lang. Achte jetzt nochmal ganz besonders auf deine Idee mit den Spock- oder Hasenohren. Positionier deinen Kopf zwischen den Schultern und die Schultern über der Hüfte. Und dann rollt das Kinn gegen den Kehlkopf. Runde in der Halswirbelsäule. Schick die Rückseite deines Nackens ganz hoch zur Decke und komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Zieh die Nase hoch, zieh dein Kinn hoch, zieh den Kehlkopf hoch. Streck dich und wieder zurück in die Ausgangsposition. Ausatmen, nochmal nur in der Halswirbelsäule. Kinn gegen Kehlkopf, ganz rund werden und komm wieder zurück. Zieh die Nase hoch, Kinn hoch. Kehlkopf hoch, streck deine Halswirbelsäule, fühl wie die Schultern trotzdem weg von den Ohren gleiten. Komm zurück in die Ausgangsposition. Mach dich lang nochmal, wachs aus deiner Taille raus, dreh den Kopf nach links. Komm zurück zur Mitte, dreh den Kopf nach rechts. Stell dir wieder dein schweres Buch am Kopf vor, das du hoch gegen die Decke wegdrückst. Rotier zur Mitte zurück und weiter nach links. Wachs bei jeder Rotation vermeintlich noch raus. Schraub Wirbel für Wirbel hoch, komm zur Mitte, schau nochmal nach rechts und wieder zurück zur Mitte. Richte wieder deinen Kopf ein, tendenziell Kinn ein klein bisschen mehr gegen den Kehlkopf. Dann ganz lockere linke Hand zunächst. Und jetzt zieh mal dein linkes Ohr hoch zur Decke, soweit du kannst. Das Innenohr möchte hoch zur Decke. Du beugst dich zur Seite dadurch. Weit hochziehen, die linke Hand mit der Handfläche nach unten, schiebt in Richtung Boden, schiebt in Richtung Matte. Du dehnst deine Seite hier, nick dir ein bisschen noch zu, massiere dann deine seitliche Nackenmuskulatur sanft aus. Ein Atemzug noch hier. Und dann leg die rechte Hand an die Schläfe, führe vorsichtig deinen Kopf wieder zurück in die Ausgangsposition. Andere Seite. Erst Länge denken, dann Ohr zieht rechts hoch zur Decke. Rechte Hand ist schon locker. Nick dir noch ein klein bisschen zu. Und dann zieh dein Ohr noch höher zur Decke. Dehn die seitliche Nackenmuskulatur. Schieb mit deiner Handfläche fest in Richtung Boden oder Matte. Acht darauf, dass die Schulter nicht vorwandert, sondern dass die schön offen bleibt. Massiere, wenn du möchtest, auch hier in die Nackenmuskulatur seitlich sanft, sanft rein. Ein langer Atemzug noch. Schieb die Hand weg, mach dich groß. Und dann linke Hand an die Schläfe, führe sanft und vorsichtig deinen Kopf wieder zurück in die Ausgangsposition. Wir setzen die Bewegung fort durch die Brustwirbelsäule. Schultern weg von den Ohren. Zieh zunächst mal noch die Arme hoch. Wir starten jetzt mal mit einem Twist. Du rotierst, du schraubst dich von der Taille aufwärts nach links. Schieb dein Buch wieder, das am Scheitel liegt, weg. Leg die rechte Hand am linken Oberschenkel ab. Handfläche schaut nach außen, roll die Schulter zurück. Linke Hand stützt hinter dem Körper auf. Auch hier Schulter zurückrollen. Schulterblätter möchten sich treffen. Mach dich groß bei der Einatmung, bei der Ausatmung. Becken, Boden, Bauch aktiv. Schraub dich noch ein bisschen weiter raus. Einatmen, nochmal wachsen. Ausatmen, schraub dich noch ein bisschen weiter raus. Wachs nochmal und ein allerletztes Mal. Die Rückseite des linken Brustkorbs möchte zur Wirbelsäule. Die rechte Brustkorb vor der Seite zieht vor auf der Überholspur.
Kopf dreht wieder vor, einatmen, zieh die Arme hoch und ein kraftvoller Twist nach rechts. Rotiere von der Taille aufwärts, stütze die rechte Hand hinter dir ab, leg die linke mit der Handfläche nach oben schauend auf deinem Oberschenkel ab und mach dich groß. Zieh dich raus, Rippenbögen zueinander, wachs raus, lass die Schulterblätter zueinander gleiten und schraub dich in die Länge. Einatmen, wachsen. Ausatmen, drehen, nochmal einatmen, wachsen. Idee, rechte Brustkorbrückseite möchte Richtung Wirbelsäule, linke Brustkorbvorderseite möchte ich an der rechten vorbeischummeln. Ganz viel Länge reinbringen, dann dreh den Kopf wieder vor, einatmen, zieh die Arme hoch. Wir twisten nochmal sanft nach links. Zieh die Arme hoch wieder. Wir twisten nochmal sanft nach rechts. Und zieh die Arme nochmal hoch. Leg deine Hände wieder auf den Oberschenkel ab, mach dich groß, richte dich ein und Kinn rollt gegen Kehlkopf. Rückseite deines Nackens zieht hoch zur Decke wie am Anfang und jetzt setzt die Bewegung fort in deiner Brustwirbelsäule. Wir kommen in Spine Stretch, ein Wirbel nach dem anderen, rollt ab, zieht dann nochmal hoch zur Decke, dann rollt erst der nächste ab. Der Kopf tropft Richtung Boden, dein Becken bleibt ganz aufrecht, Schultern locker, du kannst die Hände einfach am Boden ablegen. Brustbein, Schambein zusammen, so nah du kannst und dann bau dich langsam wieder auf. Gegenbewegung, zieh die Nase jetzt hoch zur Decke, schieb dein Kinn nach, schieb den Kehlkopf nach, zieh dein Brustbein nach, fühl wie die Schulterblätter am Brustkorb nach unten gleiten und den Brustkorb regelrecht hochtragen in Richtung Decke. Schulterblätter nähern sich aufeinander an und komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Auch das einmal noch abrollen nach vorne in den Spine Stretch nennen wir die Übung. Kinn gegen Kehlkopf, Wirbel für Wirbel rollt ab und beim Abrollen schaffst du noch Länge, schaffst du noch Raum zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Roll ab. Wenn du abgerollt bist, entferne bewusst nochmal deine Rippen von den Oberschenkeln. Schieb den hinteren Brustkorb hoch zur Decke und mach dich rund, so rund du dich nur machen kannst. Und dann roll einatmen auf, zunächst wieder in deine Ausgangsposition und dann zieh wieder die Nase hoch, schieb das Kinn hoch, denk länger, schieb den Kehlkopf hoch und zuletzt das Brustbein, Schultern ganz, ganz, ganz explizit weg von den Ohren. Lass dich rauftragen von deinen Schulterblättern. Komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Neutraler Sitz, rechter Arm zieht hoch für eine Seitbeuge. Linke Hand ganz locker abgestellt am Boden, rechte Hüfte schwer in der Matte. Sitzbeinhöcker rechts zieht Richtung Matte. Neig zuerst den Kopf, indem du dein rechtes Ohr hoch zur Decke ziehst und dann komm in eine große, große Seitbeuge nach links. Schieb deine Rippen hoch zur Decke. Öffne die Zwischenrippenmuskulatur. Fühl, wie sich da wieder ein bisschen was tut. Da sind ja meist alle sehr steif. Und mach dich lang. Verankere die rechte Probacke richtig fest im Boden. Und komm langsam wieder zurück mit ganz viel Länge. Rechte Hand geht zu Boden, linke zieht lang. Erst in die Länge, dann zieh dein linkes Ohr hoch zur Decke und dann führ deinen Körper in eine lange Seitbeuge. Streck den Arm links, greif hinaus mit dem kleinen Finger. Rotiere den gestreckten Arm, sodass der kleine Finger Richtung Boden und der Daumen Richtung Decke schaut. Vielleicht möchtest du ein bisschen noch mit deinem Brustbein Richtung Decke raufziehen. Mini-Rotation nach oben, lockere Schulter rechts, Pobanke links, ganz gut verankert. Und dann komm auch hier wieder zurück. Einmal noch eine sanfte Seitbeuge nach rechts. Dazu nach links. Und auf die andere Seite zieh dich lang. Komm in deine Seitbeuge. Und find wieder zurück in deine neutrale Ausgangsposition. Dreh dich dann, setz dich in etwa in die Mitte deiner Matte, schnapp die Oberschenkel und roll langsam und gemütlich zurück in deine Rückenlage. Finde jetzt mal deine neutrale Ausgangsposition hier. Füße hüftbreit, die Beine in zwei Linien, parallel zueinander ausgerichtet. Hüfte, Knie, zweite Zehe, jeweils in einer Linie. Bring die Füße in Flex und dann roll auf deiner Fußaußenkante ab, sodass zunächst der Kleinzehenballen, dann der Großzehenballen gut verankert in der Matte ist, ebenso wie die Ferse. Justier nochmal deine Knie ein bisschen nach, falls die jetzt umgewackelt sind.
Zieh die Ferse sanft Richtung Gesäß und spür die Hamstrings anspringen. Die Schultern und das Becken bilden ein Rechteck. Positionier dich bitte entsprechend. Solltest du eine Decke brauchen, weil du in der Halswirbelsäule in einer Überstreckung landest, bitte leg eine Decke unter deinen Kopf. In jedem Fall roll das Kinn sanft gegen den Kehlkopf, lenk den Nacken, heb den Kopf um einen Millimeter an und lege wieder mit langem Nacken ab auf deiner Matte. Lass die Schultern weggleiten von den Ohren. Bring die Oberarmköpfe ein bisschen weiter zurück in die Matte. Du kannst jetzt auch nochmal die Handflächen zur Decke rotieren. Halte die Außenrotation im Oberarm und dann bring nur Unterarm und Hand wieder zurück zur Matte in eine Innenrotation. Bei der nächsten Ausatmung roll über dein Becken. Der untere Rücken geht ein bisschen in die Matte. Das Schambein zieht Richtung Nasenspitze. Roll in die Gegenrichtung, mach sanfte Aufwärmbewegungen für deine Lendenwirbelsäule und finde dann noch 3-4 Mal langsam in deine neutrale Beckenposition. Nimm die ein. Die Lendenwirbelsäule erhält ihre leichte natürliche Lordose, das heißt, da ist ein bisschen Luft runter. Bring den gesamten Brustkorb gut in die Matte, fühl vielleicht jetzt schon ganz sanft die Bauchmuskulatur anspringen. Wir starten mit Leg Lifts oder Femur Arcs, wie sie auch heißen. Einatmen, Länge in die Wirbelsäule, ausatmen, Beckenboden aktiv, Bauchnabel zieht nach innen und oben und dann bringe ich mal ein Bein in den Tabletop. Wieder einatmen, Länge, ausatmen, aktiviere deinen Chorbereich und bring das zweite Bein in den Tabletop. Verkürze den Winkel ein bisschen und verkleinere den Winkel, wenn dir das anstrengend erscheint. Vergrößere ihn gern nach einiger Zeit, wenn dir das zu leicht erscheint. Einatmen, ganz viel Länge. Lass nochmal sicherheitshalber die Schultern wegkrabbeln. Verankere deinen Brustkorb. Ausatmen, führe die Bewegung aus der Hüfte. Rechte ziehe, tippt Richtung Boden und hoch. Links tippt Richtung Boden und hoch. Und rechts. Und immer zuerst ein bisschen schon ausatmen, Bauchkraft aufbauen, dann in die Bewegung gehen. Und denk daran, wir wollen, dass die ganze Zeit der Bauchnabel sanft aktiv nach innen und oben zieht. Das heißt, du hast immer eine lange, schmale Taille und der Bauch poppt nicht raus während der Übung. So bist du wirklich stabil in deiner Rumpfkraft, hast flotte Baucharbeit dabei und deine Wirbelsäule ist gut geschützt. Wir arbeiten wirklich an der tiefen, an der untersten Schicht der Bauchmuskulatur, am sogenannten Transversus Abdominis. Noch 4 und 3 und 2 und 1. Bring bitte beide Beine in Tabletop. Knie fest zusammen, Ferse fest zusammen, Füße in Flex. Wieder Schultern weg von den Ohren, richtig gut ein. Aktiviere Beckenboden und Bauch. Press zusammen, was das Zeug hält. Aktiviere damit auch die Adduktoren. Und ausatmen. Schieb einen vermeintlich schweren Gegenstand ein Stück weg von dir. Komm wieder zurück. Achte auch hier darauf, dass dein Brustkorb gänzlich in der Matte bleibt. Dass du nicht so in ein unfreiwilliges Hohlkreuz reinfällst. Das geht dann nur auf den unteren Rücken. Und außerdem arbeitet der Bauch dann nicht mehr ordentlich mit. Und 4. Und 3, noch 2 und ein letzter. Zieh die Knie mal heran, Oberschenkel in Richtung Oberkörper, roll ein bisschen hin und her auf deinem Rücken und stell die Füße dann nochmal ab. Wir kommen zum Bridging. Du entscheidest jetzt, wie nah oder wie weit weg du deine Füße gern stellen möchtest. Ich habe so in einer mittleren Position jetzt. Wenn du speziell an den Hamstrings arbeiten willst, am Kraftaufbau, stell die Fersen weiter weg. Wenn du mehr in die Dehnung deiner vorderen Oberschenkelmuskulatur gehen willst, stell sie ein bisschen näher auf. Richte dich wieder gut ein, Schultern weg von den Ohren, einatmen, Länge, ausatmen. Roll über dein Kreuzbein nach hinten, zieh die Knie im Raum vor, schick die Sitzbeinhöcker in Richtung Knie, roll Wirbel für Wirbel auf. Oben, kleiner Tilt deines Beckens, Schambein zieht Richtung Brustbein bzw. Nasenspitze, Gesäß ist aktiv, Wirbelsäule ganz neutral, Rippenbögen geschlossen, einatmen Länge, ausatmen Roll, Wirbel für Wirbel wieder ab.
Achte darauf, dass deine Knie nicht auseinanderfallen. Das Bein weicht oft gern auf, speziell wenn der Zug in der Oberschenkelmuskulatur sehr stark ist. Ja? Dann bring die Füße ein bisschen weiter weg, bring vielleicht die Knie zusammen. Wir rollen wieder auf. Ausatmen, hoch und sink wieder in deine Matte. Und kleine Gegenbewegung. Ausatmen, rollen nochmal hoch, streck die Hüfte und roll zurück. Noch drei. Ausatmen, roll hoch und roll zurück. Und zwei. Roll hoch, streck dich, mach dich lang, roll zurück. Wir rollen ein letztes Mal hoch, bleiben dann kurz oben. Roll it up, bleib oben. Richtig bewusst nochmal ein mit deinem Mini-Tilt, mit dieser Opposition. Schultern, auf denen lastet das Gewicht, der Kopf ist frei. Knie ziehen vor, Armbögen weit nach hinten, ohne dass das Becken absinkt. Fersen ziehen in Richtung Schultern. Zwei und drei und vier, noch zwei und fünf. Schick dein Becken hoch zur Decke, halte die Position. Sechs, leg die Arme wieder ab, roll Wirbel für Wirbel zurück in deine Ausgangsposition. Wir kommen hoch zum Marching. Wenn dir das Marching mit dem Beinheben ein bisschen zu viel ist, dann roll einfach nur auf und ab in der Schulterbrücke. Ausatmen, roll hoch in deine Schulterbrücke, bleib wieder in Position. Aktiviere das Gesäß, bring die Rippenbögen zueinander, die Arme ganz fest in der Matte, die geben dir zusätzliche Stütze. Achte nochmal darauf, dass das Gewicht nicht im Kopf, sondern in den Schultern ist. Bei der nächsten Ausatmung, alles Gewicht in den rechten Fuß, linkes Bein kommt in den Tabletop, links senkt wieder ab. Hüfte links und rechts bleibt gleich hoch. Und rechts. Und links. Und rechts. Mach die Taille links und rechts genau gleich lang. Zieh dein Knie im Raum jedes Mal vor, wenn du es abstehst wieder. Nochmal links. Rechts. Wir sind bei den letzten zwei. Und links, stell ab und rechts, stell ab, allerletzter links und zurück, allerletzter rechts und zurück und dann roll wieder ganz gemütlich ab in deine Matte. Mach vielleicht nochmal eine kleine Gegenbewegung oder mach Kreisbewegungen um dein Kreuzbein am Boden. Massiere deinen unteren Rücken jetzt nochmal ein bisschen. So. Dann kommen wir zur nächsten Übung, zu den Curl-Ups. Bei denen achtest du bitte wieder ganz besonders auf deinen Nacken. Du machst ein Schüsselchen aus deinen Händen. Die Zeigefingerballen kommen an den untersten Teil deines Schädels, direkt dort, wo der Schädel in die Muskulatur übergeht. Also eher schon in die Muskulatur, da wo du den Schädel dann so richtig rausziehen und lang machen kannst, deinen Nacken. Verschränk die Finger, lass die Daumen entlang der Muskulatur des Nackens untergleiten, links und rechts von der Wirbelsäule. Ellenbogen weit, aber nicht komplett überstreckt, Schultern weg von den Ohren. Fühl, wie die Schulterblattspitzen in Richtung Hosentaschen runterziehen wollen. Und jetzt presst den Kopf fest in die Hände. Aktive Arbeit hier in der Schulter und in der tiefen Halsbeugemuskulatur. Zieh den Nacken lang, neig dein Kinn sanft gegen den Kehlkopf, stell dir wieder diese Christbaumkugel, die hochzerbrechliche Christbaumkugel vor, die du nicht zerquetschen darfst, aber auch nicht verlieren darfst. In dieser Position bleibt dein Nacken. Aktiv Kopf gegen Hände schieben. Bei der nächsten Ausatmung curl it up. Und dass die Rippe bleibt am Boden. Einatmen mit langer Brustwirbelsäule wieder zurück zum Boden. Ausatmen, komm hoch. Einatmen, leg ab. Dein Becken bleibt ganz stabil, es rollt nicht hin und her. Die Lendenlordose bleibt ganz natürlich erhalten. Noch drei. Hoch. Und wieder zurück. Und zwei. Schieb den Kopf nach wie vor in die Hände. Halte deinen Nacken damit frei. Letzter. Und leg kurz mal ab. Richte dich nochmal ein. Wir machen jetzt die Übung, bei der wir zusätzlich Armbögen einfügen. Das heißt, du bekommst noch etwas mehr Hebel dazu. Kopf und Oberkörper rollen wieder hoch. Einatmen, Arme lösen.
Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, zieh dich noch ein bisschen höher. Einatmen, halte die Position, bring die Arme lang zurück, leg sie an den hinteren Teil des Kopfes, schieb den Kopf in die Hände und curl down. Kopf braucht nicht ablegen. Nochmal hoch. Einatmen, löse tief vor, ausatmen, noch ein bisschen höher. Ein langer Bogen zurück, Hände an den Kopf, leg wieder ab. Und curl it up. Zieh vor, ausatmen, noch ein bisschen höher. Einatmen, Arme in langen Bogen zurück, stütz deinen Kopf, schieb ihn in die Hände und komm wieder runter. Curl it up. Vorletzter. Zieh vor, noch ein bisschen höher. Arme in langem, langen Bogen zurück. Halt hier die Bauchspannung. Leg dich in der Brustwirbelsäule wieder ab. Und der allerletzte. Hoch. Zieh lang vor. Schultern forciert weg von den Ohren. Und noch ein bisschen höher. Die Hände möchten noch weiter vorgreifen. Bleib, wo du bist. Bring die Arme wieder zurück. Und leg jetzt mal erleichtert am Boden ab. Arme ziehen lang vor. Schultern weg von den Ohren. Bei der nächsten Ausatmung rechtes Bein in Tabletop, linkes Bein in Tabletop. Wir lassen jetzt Kopf und Oberkörper abgelegt. Am Anfang ist es oft trotzdem ein bisschen stressig im Nacken, daher ganz bewusst jetzt so. Bringen die Arme hoch zur Decke und machen eine Übung, die der aus der allerersten Stunde sehr ähnlich ist. Ich möchte, dass du jetzt deinen linken Fuß Richtung Boden bewegst, den rechten Arm lang nach hinten ziehst. Stell dir dabei die schräge Verbindung vor zwischen linken Rippen und rechter Hüfte. Wir wiederholen das 6-mal auf einer Seite, wechseln dann zur anderen Seite. Ausatmen, zieh auseinander, komm zurück. Und 2, komm zurück. Wenn dir das zu langweilig ist, streck ganz einfach das Bein, führ die Übung dann so aus. 3, noch 2, kein Gewackel, du bleibst ganz stabil mit deinem Rumpf. Und der letzte, andere Seite. Rechter Arm zieht lang zurück, linke Zehen zieht Richtung Boden, komm langsam wieder zurück. Alles ohne Sprung ausführen. Du führst die Bewegung. Pilates hat ursprünglich Contrology geheißen. So hat der Joseph Pilates das genannt. Wenn du willst, wieder streck dein Bein, zieh vor. Und es ging wirklich darüber, den Körper zu kontrollieren, zu bestimmen, welche Bewegungen du ausführst und dich nicht aus Schwung oder sonst einem Versehen in irgendeine Bewegung reinführen zu lassen, die du vielleicht gar nicht willst. So, und jetzt mit abgelegtem Rücken, um wirklich auch den Chorbereich ein bisschen zu schonen bzw. zu fordern, beides gleichzeitig. Gleichzeitig die Füße rausschieben, die Arme zurück. Bei der nächsten Einatmung machen wir es jetzt, das brauchen wir für spätere Übungen, schieb die Füße raus, zieh die Arme ein Stückchen zurück und ausatmen wieder zusammen. Und ein auseinander, ist ungewohnt, ich weiß trotzdem. Ein auseinander, aus, zurück. Ein, zieh nochmal auseinander, aus, zurück. Vorletzter, zieh auseinander, halte den Bauchnabel innen und oben. Und letztes Mal, zieh auseinander und komm zurück. Zieh die Oberschenkel an den Oberkörper heran, leg die Hände auf die Knie und kreis jetzt einfach mal deine Knie gegenläufig. 3 Kreise in eine Richtung. Und dann 3 Kreise in die Gegenrichtung. Wir massieren damit auch unseren Rücken ein bisschen. Wirbelsäule darf jetzt einfach mitmachen. Die Arme limitieren ja den Bewegungsumfang. So, dann stell deine Füße ab. Roll über die Seite in Bauchlage. Zu unserer letzten Übung, der Wirbelsäulenstreckung. Denk bitte wieder daran, deine Beine sind lang ausgestreckt. Alle 10 Zehen in der Matte. Und so fest in der Matte, dass die Kniescheibe fast abhebt. Bein Vorderseite, Bein Rückseite ganz aktiv. Schambein fest in der Matte, Hüfte gestreckt, Bauchnabel zieht nach innen und oben. Jetzt stell mal deine Hände neben deiner Brust auf, roll die Schultern zurück. Bring die Ellenbogen nah aneinander und lass sie jetzt schon ein bisschen in Richtung Ferse ziehen. Einatmen, bring Länge in die Wirbelsäule. Bei der nächsten Ausatmung stell dir vor, deine Nase stupst deinen Ping-Pong-Ball weg. Du streckst ein ganz klein bisschen in der Halswirbelsäule und rollst dann langsam und genüsslich Wirbel für Wirbel in der Brustwirbelsäule hoch. Dein Blick geht diagonal nach vorne, keine Überstreckung in der Halswirbelsäule. Leg wieder ab. 3-mal noch.
Mach dich lang und schlängel dich hoch. Schultern rollen weg von den Ohren. Und zurück. Und lang. Bring so wenig Druck in die Hände wie nötig. Also push dich jetzt nicht hoch, sodass die Schultern hochrollen. Die bleiben immer weg von den Ohren. Ein letztes Mal. Zieh dich lang. Komm hoch. Hab das Gefühl, dein Brustbein möchte vorziehen. Die Zehen zurückziehen. Und leg dann lang wieder am Boden ab. Streck die Arme nach hinten. Leg die Handflächen jetzt in den Boden schon rein. Roll die Schultern zurück. Mach eine weite Schulter. Bei der nächsten Ausatmung lass den Oberkörper noch ganz neutral. Lass die Zehen lang rauswachsen. Ganz, ganz, ganz aktiver Bauch. Schambein fest in der Matte. Und vielleicht kann ein Bein ein kleines Stückchen abheben. Aus einer Streckung der Hüfte. Und wieder zurück. Anderes Bein ein bisschen abheben. Nur das Bein jetzt mal. Und zurück. Nochmal das erste Bein. Und nochmal das zweite Bein. Ganz gestreckt. Die Zehen wollen immer länger raus. Bei der nächsten Ausatmung streckt den Oberkörper. Die Hände sind noch gut in der Matte verankert. Die krabbeln noch ein bisschen zurück. Und dann Kraft im Bauch und Beckenboden. Saug den Bauchnabel rein. Presst dein Schambein in die Matte. Lass vielleicht beide Beine ein kleines Stückchen hochkommen. Löse die Hände, zieh die Arme lang nach hinten. Einatmen, komm noch ein bisschen höher. Ausatmen, senk ein bisschen ab. Mach das nur so lang, wie du merkst, du hast noch gute Spannung im Bauch. Wenn es dir zu viel wird, gib jederzeit die Füße runter, dann bist du schon wieder sicher. Und runter, ein letztes Mal. Zieh dich hoch und komm wieder zurück. Eine allerletzte Übung noch hier. Wenn deine Schultern es zulassen, dann verschränk mal die Hände im Rücken. Das ist eine sehr schöne zusätzliche Schulteröffnung. Wenn deine Schulter das nicht mag, mach es wie vorher, dann rotiere die Handflächen zu Boden, ziehe die kleinen Finger in Richtung Fersen. Lass die Füße zunächst noch am Boden. Wenn du die Finger verschränkt hast, roll die Schulter zurück. Zieh die Finger Richtung Fersen, vielleicht ein ganz klein bisschen weg noch von dir, je nachdem, was deine Schulter macht. Einatmen, mach dich lang, stups wieder deinen Ping-Pong-Ball weg, zieh dein Brustbein vor, komm hoch in eine sanfte Wirbelsäulenstreckung, Zehen in der Matte, komm nochmal zurück. Beim nächsten Mal lass gleichzeitig Arme und Beine hochschweben, Zehen ziehen lang nach hinten, Brustbein zieht nach vor, leg wieder ab. Einmal noch, zieh dich hoch, leg ab, allerletztes Mal, Bauch bleibt drinnen, bleib wie du bist. Löse auch jetzt, wenn du die Hände verschränkt hattest, die Hände. Kleine Zusatzübung noch. Jetzt zieht die linke Hand Richtung linker Ferse. Kleine Seitbeuge dazu. Und dann die rechte Hand Richtung rechter Ferse. Nochmal nach links. Nochmal nach rechts. Noch vier. Gleich haben wir es geschafft. Vier. Und streck die Beine, streck die Zehen, streck die Brustwirbelsäule. Nur mehr zwei. Und zwei. Wir sind schon beim allerletzten. Links und rechts. Bring die Hände zu Boden oder die Unterarme zu Boden. Schieb dich zurück in die Position des Kindes. Entspann deinen unteren Rücken. Setz dich auf deine Fersen. Wenn die Knie das nicht mögen, finde eine andere Möglichkeit für dich. Zum Beispiel in einem aufrechten Schneidersitz, wo du leicht nach vorn gebeugt bist. Keine extreme Vorbeuge. Bitte nach Rückbeugen. Sanfter, langer Rücken. Und dann atme mal tief durch den Mund aus. Atme nochmal durch die Nase ein, speziell jetzt in den unteren Rücken. Und aus. Letztes Mal tief ein. Und aus. Und dann roll dich wieder hoch zu einem aufrechten Sitz. Im Kniesitz jetzt höchstwahrscheinlich. Mach dich ganz groß nochmal, richte deinen Körper wieder aus. Schultern über den Becken, Ohren über den Schultern. Zieh ein letztes Mal deine Schultern hoch, lass sie nach hinten und unten gleiten und ganz locker wieder fallen. Dreh den Kopf nochmal nach links, dreh den Kopf nochmal nach rechts, schau nach vorne und ich sage vielen herzlichen Dank, hoffe ihr hattet Spaß und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis bald!